Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld, wo ich mal so ganz ehrlich zugeben muss, dass ich eine komplette Woche gar nichts aufgenommen habe, weder RimWorld noch irgendwas anderes und mich jetzt so ein bisschen ungewohnt fühle. Mal kurz gucken, ignoriere Dach. Haben wir hier, das sieht doch gut aus. Damit haben wir eigentlich die Mörsers. Aber ich finde, wir brauchen noch einen. Komm, wir machen noch so ein Ding hinpflanzen. Weil wir es können. Oder sogar, wie teuer sind die denn? Ich weiß es gar nicht. Also 150 und 4. Ja, komm, das. Da machen wir einfach nochmal 2 hin, ne? Und dann werden wir schon sehen, wo wir rauskommen. Ja, das. Man muss das nicht alles so ernst sehen. We need a lot of fucking Stahl. Oh, und irgendwo hatten wir doch, ich weiß nicht wo, aber hatten doch so einen klugen Bohrer irgendwie aufgestellt. Glaube ich. Vielleicht. Wo habe ich den Bohrer? Gucken wir doch mal. Nehmen wir hier so das Gelump. Ne, und dann, nee. Nehmen wir ein Beispiel Bohrer. Den hier zum Beispiel, ne? Der soll ja angeblich noch Stahl hochbefördern. Hatte ich. Hm? War hier nicht der Bohrer? Nee. Irgendwo hatte ich doch. Ah, nee, hier war es irgendwo. Haha, da ist der Lump. Ja, das sieht schon mal besser aus. Ja, da hatte ich ja extra noch die Türen für gemacht. Ich erinnere mich dunkel, dass da was war. Wohl an, wohl an. So, und hier haben wir mit denen schon gehandelt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, haben wir. Ich glaube, am Ende der Folge. Dann lassen wir es doch mal erstmal so. Tiere jagen muss ich eigentlich nicht. Weil, ne, wir haben hier eigentlich, ich sag mal, einen Arsch voll Tiere. Aber haben wir auch noch Platz im Lager. Von daher macht das schon alles Sinn. Ja, und Leo, der Elefant, finde ich auch noch immer super. Der jagt jetzt ein bisschen Chinchillas. Warum nicht? Kann man machen. Tut er auch. So, mal ein bisschen Sound hochstellen. Ja, das geht immer. Hier haben wir sogar noch eine Kobra rumliegen, die irgendwie mal abgeholt werden will aus dem Kinderparadies. Keine Ahnung. So, das hier funktioniert auch noch. Okay, das ist gut. So wollen wir das. Pixelcap kümmert sich um. Oha, Kami. Droge Psychid. Das ist natürlich nicht so dolle. Kami, Kami, Kami. Du Chamäleon. Ja, und ausgerechnet dann kommt natürlich. Oh, sowas Feines mal. Ja, ich bekomme Stahl. Voraussetzung ist natürlich, dass ich die auch recht schnell erlege. Das wäre so, ich sag mal, es würde sich gut ergänzen. Aber jetzt erstmal Beschränkung auf. Dann nehmen wir hier wieder mal, ne, unser freudiges Gebiet 1. Ja, genau das gleiche machen wir natürlich mit den Tierchen. Ja. Wie jetzt Küken? Was denn? Küken? Willst du mich verkackeiern? Muss ich mal gucken, was ist mit dem Küken los? Woher hat es seine Verletzung? Und wie viel? Ach, da hat die Seuche. Ja, soll vorkommen. Ach, wenn man erstmal die Seuche hat, dann hat man die Seuche. So ist es halt. Ach, wir haben ja auch noch unsere. Ja, das ist ja nochmal super. So, den Junior, den. Unser Junior-Assistent quasi, den nehmen wir natürlich auch mit. Dann möchte Daddel unbedingt. Wir brauchen unbedingt ein Daddel am Geschütz. Mücke, ja. Komm, Mücke. Immer herein damit. Tot. Timo? Nein! Das ist ein Skandal. Timo! Du Lüstling! Shit! Haben wir doch gar nicht so lange, glaube ich.
Ach, Menno. Was soll ich nun machen? Haben wir noch jemand, der sich erst noch zurückziehen muss oder so? Ich weiß es nicht. Ach, Herr Jemi, nee. Da freut sich der Matze, dass er ein bisschen Gesellschaft bekommt. Holy Macaroli. Nee, Holy Ravioli. So heißt das, genau. Oh, und unser General. Ohne einen General darf man eigentlich nicht kämpfen. Generaladmiral Al-Hadin. Dann wollen wir doch mal hier das Ganze zertrümmern. Wo es was zu zertrümmern gibt. Ja, da kämpfen sie mit uns. Seit an Seit. Ach komm, wir hauen hier noch irgendjemand zusätzlich rein. Nehmen wir zum Beispiel Döner. Wir wollen es einfach mal riskieren, wie die Unsterblichkeit ausgeprägt ist. Laui Maui auch nochmal hier, warum nicht? Und hier auch. Wir kriegen da schon. Küken 3 wurde zerschnitten. Wo denn das? Da ist das Küken 3. Ein Jammer. Wie Sonika, der Lenz ist da. Oh. Griff Emily an. Aber das war ja nicht absichtlich. Kann ich ja nichts dafür, wenn die im Weg stehen. Das wird vielleicht sogar noch schlimmer. Och, Kines. Stellt euch mal nicht so an. Wir sind hier eine Familie. Mehr oder weniger. So. Und jetzt kommt's. Jawohl. Oh, da sterben die ja auch schon wie die Fliegen. Wobei, wenn ich nicht selbst schieße, sondern es nur die Geschütze sind, dann ist, glaube ich, nicht so. Ja, komm, ich schick die mal weg. Die kümmern sich schon drum. Ich bin da mal milde optimistisch. Das passt schon. Meine Laumau muss sowieso mal ein bisschen hier. Oh, ein rechtes. Rausgeschnitten? Wieso rausgeschnitten? Wovon denn das? Das muss ich mal validieren. Logbuch. Irgendwo muss doch das rausgeschnittene Auge sein. Oder ist das schon länger? Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, und dann war es eben so. Wir kriegen neue Waffen umsonst. Und Elefantenstoßszene. Was nicht alles. Wir werden hier richtig gratis versorgt. Das sind Goodies. Ja. Ist schön. Wenn dieses Viech auch noch stirbt, dann bekommen wir auch noch die Ware. Ich will ja nichts beschreien, aber irgendwie hätte ich Bock darauf, dass der Mappelo stirbt. Und Brian macht nebenbei da hier Reparatur. Oh, und Kami hat eine Überdosis. Das endet hoffentlich nicht zu schlimm. Hi von Psychit. Ah ja. My High Club mal anders ausgelebt, würde ich mal behaupten. Ja, das ist hier munteres Trüppchen. Und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Aber das Gute ist, unsere Geschütze sind alle noch heil. Ne? Die Großen sowieso irgendwie. Die haben es ganz gut überstanden. Aber die Kleinen hier, ja. Doch, im Großen und Ganzen kann man da nicht meckern. War das hier Treibstoff oder was? Nee, auch Stahl. Ja, warum nicht? Kann man irgendwann auch aktivieren. So, dann gönnen wir uns natürlich die Waffen, die hier so rumliegen. Warum nicht? Sogar eine Skulptur aus Kalkstein. Sogar Hightech. Oh. Leck mich fett, ey. Ich liebe es jetzt schon. Ach, wie cool ist das denn?
Nur eine Sache liebe ich nicht. Also ich liebe ihn schon, den Timo, aber nicht, was mit ihm passiert ist. Timo, es tut mir leid. Ich hasse es immer, wenn jemand von euch verreckt. Ich mag das nicht. Warte mal, hier ist ja überall jemand drin, ne? Genau, da ist Fabian drin, da ist GG Easy Game, Matze und Toadette. Na gut, dann bauen wir mal hier. Aus Marmor natürlich, wenn schon denn schon, muss ja auch einheitlich bleiben. Einen neuen Sarkophag. Was haben wir denn hier? Apathie bei Wuseline. Wait, wobei, ich muss mal kurz gucken. Sozial. Wo ist hier? Hinterließ zumindest niemand verwitwet. Das ist schon mal, ich sag mal, dezente Erleichterung. Das nervt nämlich immer total. Tote Ratte. Ja. Kann man haben. Tun wir auch. Warte mal. Wackelt hier noch irgendjemand rum? Nur unsere Geschütze offenbar. Nö, nee, sonst hätte ich gesagt, retten, wenn noch mal was zu retten ist. Aber offenbar ist Retten nicht so unseres. Nee, ah, fuck, die Bums. So, so müssen wir das machen. Und dann kann hier auch das Ganze aufgesammelt werden. Ja, das ist natürlich ärgerlich hier, ne? Das mag ich jetzt nicht so sehr. Und mir fliegt so eine Fruchtfliege vor der Nase rum. Also, obwohl ich hier nicht Fruchttiger oder sowas rumstehen habe. Und General Tanky füttert die Tiere. Füttert die Tiere, rettet die Welt, pflanzt ein paar Blumen. All das kann er. So, und hier haben wir natürlich noch Latox. Nicht zu verwechseln mit Latex. Jo, vielleicht durch ein paar Schüsse, die hier eingesteckt wurden. Man weiß es nicht. Mal kurz gucken. Ach, wegen Mann. Mann, oh Mann. Ach, die sind hier alle so feindlich gesinnt. Schämt euch. Das ist Diskriminierung. So, und hier muss dringend gearbeitet werden dran. Wen schicken wir da mal? Semi, kannst du das machen? Nee, kann nur liefern. Mücke kann auch nur liefern. Tanky kann nur liefern. Altan. Ja, nehmen wir Altan mal. Altan Schwede, du. So, ah, da wäre zumindest... Oder? Nee, ich dachte, da würde so ein Ding mal weggepackt werden. Aber erstmal werden die wichtigeren Dinge des Lebens weggerettet. Zu denen unter anderem auch die Hightech-Bauteile bitte schon gehören. So. Das hält ewig, das ist egal. Pfandenstoßzahn hält auch ein bisschen. Oh, Animal Spine. Leck mich fett! Da gibt es ja doch so einiges, was man noch so rüber knuspern kann. Ja, dann hau mal rein, Altern. Hast du Kleidung überhaupt? Naja, nur oberkörperfrei. Das geht noch in Ordnung. Brauchen wir etwa wieder ordentliche Oberbekleidung? Wuseline hat aufgehört, apathisch zu sein. Das ist ja nett von ihr. Das mag ich doch. So. Aber jetzt. So. Colin ist zu weisen. Och, Timo. Erst ein Weise und jetzt lässt er uns hier alleine. Das ist ja... Das ist nicht schön. Ach,
Ach, da sind sogar... Uiuiui, 10 Stück. Boah. Ach, die haben wir die... Ich glaube, die haben wir verkauft. Das ist natürlich geil. Ja, damit kann man schon Scheiße anstellen. Und hier 9 Hightech-Bauteile. Es ist eine Wonne. Wo denn das? Scheiße. Okay. Was ist denn das für eine Scheiße? Wo haben wir denn die Zonen hier? Arbeitsgebiet, verkleinern. Akut. Giftschutz. Akut, ja, nehmen wir mal akut hier. Aber das müssen wir so hier machen. Können wir das nämlich mal hier so erweitern. Ja, das ist echt hier eine richtig schön eklige Geschichte, die da stattfindet. Finde ich gar nicht mal so schön. Eieiei. Da müssen wir eben mal sehen, wie wir das denn am besten anstellen. Vor allem, wir haben ja erst jemanden verloren. Wir haben hier noch den ganzen Kladderadatsch rumliegen. Es ist nicht schön, ne? Aber es ist selten. Ach komm, da können wir auch nochmal hier irgendwie hinbauen, das Ganze. Sollt ihr doch holen, was ihr wollt an dieser Stelle. Gut, da können wir irgendwas wegdingsen, was wir wegdingsen müssen. Aber im Moment müssen wir nur das Höhlensystem wegdingsen. Oder Blitzdingsen oder Dingsbumsen oder einfach nur bumsen. Man weiß es nicht. Mensch, das ist ja gar nicht mal so eine abwechslungsreiche Tätigkeit gerade. So, und boing. Ich glaube, jetzt sind wir relativ gut aufgestellt. So. Das muss reichen. Dann heißt es für die Kolonisten, reduziert euch auf akut. Bei den Tieren genau der gleiche Schmutz. So. Ach du Kacke. Ja, das ist nicht unbedingt der beste Ort für so einen Käferbefall, aber auch nicht der schlimmste. Mitten in der Kolonie wäre... irgendwie ein bisschen perverser. Aber da müssen wir echt mal sehen, wie wir das am besten anstellen. Uiuiui. Aber ich glaube, das machen wir tatsächlich auch erst beim nächsten Mal. Wir haben hier noch einiges, was wir vorher gerne wegtragen sollten, so schnell es geht. Laumau ist ja zum Glück wieder fit. Die darf sich denn darum kümmern. Simi kümmert sich dann... darum und. Worum noch? Silber ist ja jetzt nicht so relevant, aber scheiß drauf. Irgendwer muss das ja machen, ne? Ach, Laumau kümmert sich erstmal um die Leitungen. Auch nicht schlecht. So, wie viel trägst du denn davon? 300 hast du nicht gesehen. Okay. So, Echo, was macht Echo? Entfernt Dreck. Das ist nicht so wichtig. Nee, nicht ausrüsten, tragen. Ach, habe ich das irgendwo... War ich böde, Laumau? Hat einen Elefantenstoßzahn. Scheiße! Du rüstest dir wieder was Ordentliches aus. So, haben wir hier noch jemanden mit einem Elefantenstoßzahn rumlaufen? Ja, Echo zum Beispiel. Du nimmst dir das Sturmgewehr. Seid ihr doch alle bekloppt. So, jetzt funktioniert es doch etwas besser, denke ich.
Ja, und ja, dann müssen wir mal wohl oder übel Schluss machen. Fuck. Den Kram muss ich aber auch mitnehmen. Allein hier Hilfs-KI, diplomatisch. Marktwert 4500. Allein das ist schon irgendwie das Ganze wert. Pixel Cap, du machst das mal schon ganz kurz. So, das müssen wir ja unbedingt wegtragen. So, das nehmen wir nochmal mit. Und dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir das Ganze hier hinbekommen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So ein mieses Gefühl, das hat Han Solo nie gehabt. Es wird eine Katastrophe. Es wird eine regelrechte Katastrophe. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ja, dann heißt es nächstes Mal Daumen drücken. Toi, toi, toi. Dass wir das irgendwie hinbekommen. Ich verabschiede mich allerdings für heute und wir sehen uns wieder. Tschüssikowski.